Bosse, Zwischen- und Endgegner, die gehören für mich einfach zum Zocken dazu und stellen auch das eigene Können immer wieder gern auf die Probe. Du glaubst, du bist gut in einem Game? Glaub mal, nur so lange, bis du beim Ende angekommen bist. Diese müssen aber nicht immer super schwer sein, um im Gedächtnis hängen zu bleiben. Und damit man sagen kann, Alter, das war ein krasser Endgegner, ey. Das ist auch der Grund, weshalb es von mir hier mal 10 Bosse zu begutachten gibt, die für mich auf die eine oder andere Art einfach cool sind und die man unbedingt mal gesehen und bei Gelegenheit vielleicht auch besiegt haben sollte. Ach, und nur als kleine Vorwarnung, wer die Games hier noch zocken will, sei gewarnt, Spoiler und so. Immerhin reden wir hier über Endgegner. Ich zock House of the Dead 2 jetzt schon seit knapp 16 Jahren und es wird mir einfach nicht langweilig. Immer wenn man das Kolosseum in Stage 4 erreicht, weiß man, dass gleich der riesige kettensägenschwingende Freak auf einen zustürmt. Wir müssen also hingehen, ihm den Sack samt Visage aus der Fresse schießen, worauf er sein geliebtes Spielzeug fallen lässt und man ihm noch ein paar sichtbare Extratreffer ins verfaulte Fleisch jagen kann. Seine kranke Erscheinung, dass man nach und nach sein Gesicht freilegen und trotz Sieg weiter auf ihn einschießen kann, all das macht ihn zu meinem Liebling aus dem zweiten Haus der Toten. Die Metal Slug-Serie zählt zum Besten, was 2D Run-and-Gun-Action betrifft. Teil X ist zwar nur der zweite Teil in aufgebohrt, läuft dafür aber auch butterweich. So kommt der Rush gegen Ende von Level 2, den Turm hoch, auch nicht wirklich ins Stocken, wenn man dann vor der stählernen, alles fressenden Cobra flieht, ihrem gigantischen Laser ausweicht und dabei volles Rohr mit Hilfe des Slugnoid aus den Vulcan-Geschützen ballert. Schließlich hat man auch keinen Bock, von ihr geschluckt zu werden. Die schiere Größe und das Adrenalin, was aufkommt, wenn man vor ihr Stufe für Stufe nach oben flüchtet, lässt kein Pet trocken, sag ich euch. Ich muss sagen, ich stehe derbe auf Farben und Klänge. Wenn ich dann noch wie bei Res Einfluss drauf nehmen kann und mir schon der erste Boss ein kopfnickendes Wow über die Lippen bringt, weiß ich Bescheid. Der Kern des Virus, der freigelegt werden will, schützt sich mit Panzerplatten, Geschossen und Greifarmen, die aber kein allzu großes Hindernis für unser Hacker-Alter-Ego darstellen. Besonders der letzte Abwehrversuch aus rotierenden, türkisen Flächen, die sich farblich stark absetzen, verhelfen dem Boss dazu, mich voll in seinem Bann zu ziehen. Und natürlich die Musik ist unglaublich. Überrascht die Kinogänger 1980 gewesen sein mussten, um zu erfahren, dass Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist. No! 7 Jahre später dürfte Japan mindestens genauso überrascht gewesen sein, als sich Vader auf dem Famicom zu Beginn des Spiels nach der ersten Berührung spontan in einen riesigen, grinsenden Skorpion verwandelt hat. Damals wohl einer der größten What-the-fuck-Momente und auch irgendwie so typisch japanisch. Hinterfragen ist dabei echt zwecklos. Einen originellen Boss gibt das Ganze aber auf alle Fälle ab, ey. Denn sowas beißt sich ins Hirn. Bayonetta ist das wohl geilste Game der 7. Konsolengeneration für mich. Und fährt echt großartige Endgegner auf. Im wahrsten Sinne groß. Keiner von denen kann aber Rodan in Form als Father Rodan das Wasser reichen. Wer sich die Mühe macht, 9.999.999 Halos zu sammeln, darf gegen den Secret Boss antreten, der wohl der härteste Motherfucker ist, den ich je bekämpfen durfte. 3 bis 4 Schläge reichen von ihm und das war's für einen. Der gefallene Engel weiß, wie man sämtliche Hexenangriffe aushebelt, um euch zur Hölle zu schicken. Mit viel Geduld und vor allem der richtigen Technik ist aber selbst er auch zu schlagen. Es war für mich auch das Größte, als ich ihn endlich in die Knie gezwungen hatte. Mittlerweile ist man leider so eingerostet und kratzt nur noch an den ersten paar Energiebalken. Jeder, der einen harten Endgegner sucht und sich die Zähne ausbeißen will, versucht euer Glück, wenn ihr euch traut. Dass ich den Ausreißer der Street Fighter Serie mag, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Vor allem gegen Ende des Spiels werden nochmal gut Bosskämpfe aufgefahren. Kurz vor Ende hetzt euch Planet 4 noch eine mutierte Muschel auf den Hals, die gleichzeitig das Ziel ist, aber auch für Ablenkung sorgt
bis ihr von einer Art Seeschlange in die Tiefe gerissen werdet. Tot seid ihr damit noch nicht und könnt euch durch die Löcher im Eis wieder nach oben kämpfen. Dadurch werden übrigens auch alle Extras wieder neu gespawnt und ihr könnt euch weiter aufpowern, was euch eigentlich eher hilft als schadet. Die Idee mit den zwei Ebenen finde ich einfach super cool und geben dem ganzen Bosskampf im wahrsten Sinne des Wortes noch mehr Tiefe. Wer die Freaks bei Treasure kennt, weiß, wie der Verein mit Bossen um sich haut. Sin and Punishment ist da keine Ausnahme und eher die Regel. Bei so viel Auswahl klingt's vielleicht auch ein klein bisschen behindert, wenn ich sage, dass mir der Missile Command-mäßige Final Boss am besten gefällt. Denn der wirkt auf den ersten Blick auch alles andere als abgefahren, was man vorher zu Gesicht bekommen hat. Aber gerade der hat mich, nachdem Archie einen auf spirituelle Gottheit gemacht hat, so geflasht, weil dieses böse Erde versus gute Erde und die Assimilierungsthematik dahinter echt gefällt. Die typisch abgefahrene japanische Story und der Anime-Erzählstil fügen auch alles zusammen, um zum Schluss ein krasses Finale alle zu ergeben. Absolut spielenswert. Willkommen zur heftigsten Hardcore-Action fürs Mega Drive von Konami in Form von Contra. Ebenfalls von Bossen durchtränkt, wo der Hacker aus Level 3 mir aber ganz besonders ins Auge stach und ihr gegen zwei verschiedene Phasen kämpfen müsst. Zuerst werden die Sternbilder von Stier, Schütze und Zwilling projiziert, nur um danach polygonartige Flächen in Form von Panzer und Helikopter zu zerlegen. Die Sternzeichen allein samt des stylischen Hintergrunds reichen für mich aber auch schon aus, um hier auf der Liste aufzutauchen. Die Idee, sowas in Bossform zu verpacken, hat auf jeden Fall Anerkennung verdient. Haha, das Spiel, dem ich meine derbe Liebe zu Shoot'em'ups zu verdanken habe. Ikarugas Farbsystem ist mittlerweile ikonisch, egal ob man es liebt oder hasst. Wer es bis Sageri, dem letzten Boss, nicht drauf hat, wird von ihm in kürzester Zeit mehrfach zerlegt, da er ständig und immer schneller die Polarität switcht und unaufhaltsam Lasersalve von sich gibt. Egal ob man sich alleine oder zu zweit gegen ihn stellt, man wird schnelle Reflexe brauchen. Im Team macht das Ganze auch heftigst Laune, solange man sich keine Fehler erlaubt. Da heißt es nur üben und nochmals üben. Aber genau das macht auch den Fun bei ihm aus. Da es mehr als nur einen Weg gibt, ihn zu knacken und man sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen kann. Alle, die eine Herausforderung suchen, sind hier goldrichtig. Und wenn ich so manchem Profi dabei zuschaue, kribbelt es mir schon wieder in den Fingern, selber loszulegen, um besser zu werden. Wenn zwei Samurai bei Sonnenuntergang langsam aufeinander zulaufen, um auf Leben und Tod die Katana zu schwingen, dann weiß ich, dass man es mit einem epischen Bosskampf zu tun bekommt. Der Flow, die Dynamik und der Thrill, der hierbei aufkommt, ist unglaublich intensiv und packend. Es hat was Cineastisches, den beiden beim Kämpfen zuzusehen. Als ich das erste Mal gegen Jetstream Sam und sein blutrotes Katana angetreten bin, wurde ich von der Coolness, die das Duell an den Tag legt, einfach weggefegt. Es macht einem nicht mal was aus, in den Sand geprügelt zu werden. Da es eher noch zur Intensität beiträgt und sich ehrlich gesagt gut anfühlt, echtes Contra zu bekommen. Von jemandem, der einem in dem Spiel ebenbürtig und eines solchen Showdowns würdig ist. Raiden gegen Sam in Metal Gear Rising zählt zu den allerbesten Bossbegegnungen, die ich je hatte. Actionlastige Liste hier. Merkt man, dass ich ein Fable für das Genre habe? Ich kann natürlich nicht alle Leute glücklich machen und hier jeden Endgegner aufzählen, der euch vielleicht gerade anspricht, aber ich gebe mir Mühe, mal ein paar Außenseiter zu zeigen, die eben halt zu wenig Anerkennung bekommen, weil wir alle kennen die Bowsers und Ganondorfs und so weiter. Es wird Zeit, mal ein paar andere ins Rampenlicht zu rücken. Was ich auf jeden Fall wissen möchte, ist, was sind eure Lieblingsendgegner, die euch so heftig beeindruckt haben, dass diese unbedingt mal vorgestellt werden sollten? Bombt mich einfach in der Comment-Section zu und lasst es mich wissen. Ach, und wer Lust hat, sich mal anzusehen, wie viel Deutsch in Videospielen steckt, die aus Japan kommen,
zieht euch doch mal das Video hier. Da sind ein paar interessante Infos bei. Ich werde mich jetzt verziehen und lasst euch in Ruhe ein paar weitere Videos watchen. Also haut mir rein, Pissdansen und see ya!